Hallo liebe Schatzsucher und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Wir sind immer noch auf der Suche nach der goldenen Stadt Eldorado mit unserem Freund Sully. Und auf dem Weg haben wir jetzt hier diesen Tempeleingang freigelegt und da wollen wir doch mal reinschauen. Wie kann ich denn die Taschenlampe anmachen? Oder wird das hier automatisiert angeschaltet? Oh, oh! Fledermäuse. Offensichtlich war hier lange niemand mehr in dieser Höhle. Gehen wir doch mal runter und schauen uns das näher an hier. Eine Ruine. Zerbrochene Säulen. Oh. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Ah. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Na, dann wollen wir es mal rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Was ist das denn alles hier? Scheinbar alte indianische Gefäße oder ähnliches, ich weiß es nicht. Aber da steht doch tatsächlich ein altes Fass mit Schießpulver. Und ich denke mal, das können wir anschießen, oder so? Ist natürlich nicht irgendwie feucht geworden, das wird bestimmt explodieren. Bams. Ist echt tief. Kein Witz, oder? Na, dann wollen wir mal hier hoch, aber vorsichtig. Wir dürfen nicht darunter klatschen, denn das wäre unser letzter Fall. In solchen Ruinen, also wenn ihr mal in so einer Ruine seid, auf Schatzsuche, passiert ja das ein oder andere Mal. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Das ist mein Rat. So, hier müssen wir offensichtlich durch dieses Tor kommen. Hier haben wir sowas wie einen Flaschenzug oder was das auch immer sein soll. Ein Mechanismus zum Anheben der Türe. Hier, lass mich mal. Das Ding fällt immer wieder runter. Ich halte es drauf. Versuch du, sie von innen zu... Was haben wir denn hier, um zu blockieren? Den Stein können wir wahrscheinlich nicht darüber schieben. Probieren wir es mal mit diesem Wagen hier. Heilig, Nate. Das reicht doch schon. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sully! Oh! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Ja, die Tür ist jetzt verschlossen, der Eingang. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt einen anderen Ausweg finden, um hier wieder rauszukommen aus dieser alten, mysteriösen Tempelruine. Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Dann schauen wir doch mal da rein. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Ist ja mal was ganz Neues. Rauchen kann Leben retten. Und was jetzt, Sully? Was jetzt?
Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Ah. Und das Zeug hier versperrt den Weg, der ganze Schrott, wie Sully es bezeichnet. Das Holz ist trocken, wir könnten es verbrennen. Ja, das ist vielleicht genau die richtige Idee, denn wahrscheinlich ist es sehr problematisch, hier irgendwie das Zeug wegzuräumen. Dann sind wir wahrscheinlich noch 2 Wochen hier. Da oben, da ist doch so eine Lampe oder sowas. Die können wir bestimmt anschießen und dann fliegt da das flammbare Zeug raus. Warum das auch immer brennt. Schieß doch mal eine der Lampen runter. Das hat nicht funktioniert. Cool. Doch, hat funktioniert. Schön. Na super, das ging ja fix hier. Das ist ja ziemlich schnell runtergebrannt, das ganze Gedöns. Ich glaube, das hätte in echt ein paar Minuten länger gedauert. Oh, das sieht mir wieder nach einer kleinen, affigen Kletterparty aus. Ah, Nate. Das konnte ich vor 30 Jahren. Oh, nein, 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 nein. Wie gesagt, in Uncharted gibt's Sprungeinlagen, Actionsequenzen und auch jede Menge Rätsel. Und natürlich fallen hier auch ein paar dieser Steine raus. Die sind ja auch schon alt, die Dinger. So, und lassen wir uns jetzt fallen hier. Ah, an die Liane können wir hüpfen. So, was haben wir jetzt hier? Wieder so ein Gefäß, ein altes indianisches Gefäß hier in diesem mysteriösen Tempel in Panama. Ein Tempel, der uns mit ein wenig Glück den Weg nach El Dorado verrät. Da haben wir wieder ein paar Fässer, die wir in die Luft jagen können. Da ist doch eine Leiter hinter dem ganzen Geröll. Ja, Sully kommt da nicht runter, also Feuer! Wow. So, da hätten wir unserem alten Freund den Weg freigeräumt. Und können uns jetzt hier mal genauer umschauen. Los, weiter geht's. Ja, wie gesagt, die Schätze, die hole ich nicht alle. Ich weiß auch nicht, wo die alle liegen sollten und überhaupt. Und ich glaube, das würde auch ein bisschen viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich jetzt hier wirklich in jede Ecke schaue in diesem Let's Play. Das nur mal ebenso nebenbei erwähnt. Ah, und hier haben wir so eine nächste Leuchte. Na super. Okay, dann mal weiter, Sully. Komm mit. Oh, oh. Seht ihr das auf dem Boden? Das sieht nach menschlichen Knochen und Schädeln aus. Gemütlich. Vielleicht hat diese Indianerkultur hier auch wie die Mayas und Azteken Menschenopfer dem Gott geschenkt. Ich weiß nicht was. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Gehen wir erstmal hier runter, würde ich sagen, und schauen uns das Ganze mal aus der Nähe an. Halt, die Zeichen kenne ich doch. Welche Zeichen meint er genau? Also ich denke mal, diesen Boden hier, der lässt sich irgendwie öffnen. Und wir sollen mal hier in das Tagebuch schauen. Das machen wir doch glatt. Warum kann ich das jetzt nicht mehr öffnen? Doch, jetzt geht's. So. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Na, diese Symbole versuche ich jetzt erstmal mir in meinen Kopf einzuprägen. Ich denke, das ist jetzt das erste wirkliche Rätsel. Ein Zeichenrätsel. Und in diesem Buch, da steht des Rätsels Lösung. Ich probiere mal hier hochzukommen einfach. Geht das? Ja, das funktioniert. Unser guter Nathan Drake ist sowieso quietschfidel. So, da haben wir hier dieses Gesicht. Und das bedeutet Nummer 4. Das müssen wir wahrscheinlich als 4. irgendwie eindrücken.
Nummer 1 ist doch diese, ja, das, ich nenne es mal Schraube oder wie das jetzt aussehen soll. Kommen wir hier so rüber? Schade, leider nicht. Da bin ich, habe ich mich ein wenig verhüppt. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Wie kommen wir denn hier rüber? Wahrscheinlich müssen wir erst hier drauf. Genau so und jetzt hier rüber. Upsala, bin ich auch noch beinahe runtergeklatscht. So, jetzt das zuerst eindrücken. Hey, da passiert was. Das ist gut so, Sully, dass da was passiert. Jetzt klettern wir mal hier rüber und gucken, welche Zeichen da auf der anderen Seite auf uns warten. Ich glaube, das ist doch sogar Zeichen 2, oder? Irre ich mich da? Ich schaue nochmal in unser schlaues Buch. Nee, das Zeichen 3, oder? Das ganze Rechtszeichen 2 sieht ja eher aus wie so ein König oder was das sein soll, ein aztekischer. Und das hier ist Zeichen 3, definitiv. Da muss Zeichen 4 wahrscheinlich hier drüben sein. Aber wie kommen wir hier rüber? Aha, wir müssen uns hier wieder sportlich ranhangeln. Und das hier müsste dann Zeichen 2 sein. Die nächste Säule bewegt sich. Das scheint funktioniert zu haben. Jetzt nochmal hier rüber. Säule 3 kommt auch empor. Upsa. Und da wollte ich eigentlich jetzt nicht runterfallen. Ist aber auch völlig egal. Denn wir können ja hier wieder hochklettern. Ach, ich muss jetzt da wieder hoch. Naja. Ach komm, dann gehen wir einfach hier lang nochmal. Und dann springe ich da hinten wieder hoch. Ach, ich hätte ja auch eben da vorne wieder an der Säule hochgehen können. Naja. Nehmen wir den längeren Weg. Macht ja nichts. Und das müsste jetzt Nummer 4 sein. Das scheint funktioniert zu haben. Wow. Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Dann klettern wir mal hier runter und dann schauen wir uns das mal genauer an, diese tiefe Kluft, die sich da geöffnet hat. Wir sollten auf jeden Fall da runter gehen, wo die Stufen sind. Alles andere könnte tödlich enden. Huch. Ich will doch zur Treppe runter, bitte. Vielleicht muss ich da nochmal hoch. Sully, ich würde gerne hier hoch. Na dann nochmal. Komm, Sully, geh mal weg hier. Genau. Lass mich mal ran. Hey, pass gut auf da unten. Uiuiui. Und das Ding fällt auf einmal ein. Ja, da muss ich mich gar nicht runterhangeln bei Treppen. Da muss man einfach nur dran gehen und dann runtergehen. Och, das ist ja auch einladend hier. Diese Totenköpfe. Schön. Sieht fast aus wie bei mir im Wohnzimmer. Hm, was müssen wir hier wohl tun? Das Ding irgendwie hinrücken, aber wieso und welchen Grund sollte das haben? Schauen wir uns erstmal noch kurz um, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Hier geht's weiter runter. Ich denke, wir haben keine Option. Irgendwie muss es was mit diesem Stein hier zu tun haben. Ich würde sagen, wir drücken den einfach mal hier so nach vorne. Und vielleicht wird dann ein Mechanismus aktiviert. Genau sowas habe ich mir gedacht. Kombiniere. Wir können jetzt wahrscheinlich da runterspringen, weil da jetzt Wasser drin ist. Hoffentlich. Hier ist nichts mehr, aber nicht wundern, dass ich das so behutsam mache, weil in Uncharted kommen auch noch wesentlich schwerere Rätsel. Es gibt Schlimmeres. Dann mal ab die Post.